So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Train Simulator 2015. Wir fahren frühmorgen los. Und zwar, heute fahren Sie einen frühmorgendlichen IC von Garmisch nach Weilheim, Oberbayern. Die meisten Gäste kommen aus den Skihütten rund um Garmisch-Partenkirchen und sind nun auf dem Weg nach Hause. Sie fahren diesen Zug bis Weilheim, wo ein ausgebildeter Kollege den Zug weiter bis München fahren wird. Genau, das machen wir erstmal. Öffnen wir die Türen, oder müssen erstmal das X hier drücken und dann öffnen wir die Türen. Wir fahren heute wieder mit einem ICET. Circa 40 Minuten brauchen wir von Garmisch bis Weilheim, Oberbayern. Ich denke mal, wir fahren auch durch. Okay, wir halten bloß einmal in Murnau. Abfahrtzeit 5.36 Uhr und Ankunft ca. 6.16 Uhr. Wir fahren natürlich wieder im Karrieremodus. Mal wieder gespannt sind, was passieren wird. Wetter ist natürlich nicht bewölkt, regnet auch nicht. Ist natürlich vom Vorteil. So, jetzt muss ich bloß mal gucken, wie die Tastenbelegung wieder war. Weil wenn man so lange was anderes spielt, dann komme ich mit der Tastenbelegung gar nicht mehr hin. So, ist natürlich wunderschön dunkel. Sind mal gespannt, ob das funktioniert. So, müssen wir glaube ich noch den Richtungswender vorschalten. Empfehlenswert. AFB. Schalten wir die AFB auch gleich ein. Bevor ich jetzt was falsch mache, schon wieder was falsch rüberfahre, würde ich gerade sagen. Haben wir noch rot? Habe ich gar nicht gesehen. Müssen wir wohl oder übel noch warten. Gegenverkehr anscheinend. Stockdunkel. Und wir sehen nichts. Das ist wunderschön. So. Caplight brauchen wir glaube ich auch gar nicht anmachen hier drinne. Boah, die. Kriegt man ja Augenkrebs. Ja. Was ist noch zu sagen? Ich wollte eigentlich erst eine längere Folge nehmen, aber so viel Zeit habe ich jetzt nun gerade auch nicht. Beziehungsweise ich habe nicht gerade die Zeit, um jetzt eine 1,5-Stunden-Folge zu zeigen. Wobei das dann auch nicht eine deutsche Route wäre, das wäre eine etwas andere. Problem bei der Geschichte ist dann eben, die müsste ich erstmal fahren, damit ich da auch kein Mist mache über rote Signale fahre oder irgendwelche Signale nicht erkenne. Da sind ja auf amerikanischen Routen Signale wieder anders wie bei den deutschen. Das wäre dann eben ein bisschen blöd. 50 dürfen wir fahren, das ist schön. Das ist echt stockdunkel, auch nochmal. Geschwindigkeitsüberschreitung, das verstehe ich überhaupt mal nicht. 50 steht da und dann Geschwindigkeitsüberschreitung. Ja, was gibt's noch zu sagen? Das Addon ist zwar gar nicht mal so schlecht, aber für PZB gemacht finde ich eher nicht so. Also wenn ich jetzt eine Bahn nehme, wie die BA111 zum Beispiel, und ich will damit PZB fahren, das fährt sich echt kacke. Es ist echt dunkel, da sieht man gar nichts. Aber das wunder Fernlicht. Ja, was heißt Fernlicht, aber etwas heller. ICET natürlich mit Neigetechnik. Dann haben wir unterwegs
Nennt man das Kurvenüberhöhung? Also auch dann für die anderen Züge, die sich dann etwas um den Kurven neigen, sonst würde man immer abbremsen müssen und würde dann auch dementsprechend entgleisen, wenn das mal nicht so wäre. Also auch hier sind dann Kurvenüberhöhungen drin in dem Add-on. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und allgemein her von dem Ganzen, also München nach Garmisch-Partenkirchen, ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht. Eben bloß dann dieses PZB finde ich eher die Strecke ungeeignet, da passt dann wieder Hamburg und Hannover dazu. Neues Add-on ist herausgekommen, das ist dann Köln? Sag ich das richtig? Köln-Koblenz. Werde ich mir demnächst auch holen, denke ich mir aber eher mal, wenn Weihnachten ist und wieder ein Steam so eine Aktion dabei hat. Steam Sale, wie man das so nennt. Für 30 Euro möchte ich das jetzt mir eben nicht gerade holen. Ist mir noch sozusagen ein bisschen zu günstig. So, Innenansicht haben wir. Oh, Innenansicht ist gut, ne? Ich frage mich gerade, wo die Innenansicht ist hier. Hier sieht man eigentlich gar nichts im Haus, ja? Doch, jetzt. rausfährt, rausguckt. Ja, oh, cool. Nein, 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 nein. Haben wir jetzt rot anscheinend? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Hat bloß gelb geblinkt. Irgendwie doch nicht, aber obwohl man ein gelbes Signal gesehen haben, fand ich auch gut. Naja, sind wir ein bisschen später da. Wir spielen natürlich wieder in der Karriere, da gibt es natürlich wieder schöne Minuspunkte. Wunderschön. LZB auf der Strecke gibt es hier natürlich nicht. Also man gibt entweder Selbstgeschwindigkeit oder fährt dann eben mit der sogenannten AFB. So, nächstes Signal ist 60. Mal gespannt, ob wir es hinkriegen. AFB bremsen mit 60. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Eigentlich sollte man das nicht tun, weil die immer so ein bisschen abartig bremst. Deswegen werden wir das jetzt selber tun, glaube ich. Die Maus müsstet ihr eigentlich nicht sehen. Habe ich ausgestellt. Wenigen Tagen haben wir ja Weihnachten. Dann die sogenannte Bescherung. Vielleicht beschert uns ja das Steam Sale auch was. Aber nur vielleicht. So, 60 erreichen wir, das ist gut. Ich habe so gerade das Gefühl, dass es gar kein Gas mehr gibt. Doch jetzt.
So, hier wollen wir nicht anhalten, aber wir haben ein rotes Signal. Das sollte man schon sehen. Oh, das ist jetzt auf der anderen Seite. Nee. Also wir hatten ja in Garmisch den die Regionalbahn vorgelassen, deswegen wird wahrscheinlich die uns jetzt das Problem machen, dass wir hier anhalten müssen. So. Haben wir noch ein paar Meter bis Ullstadt. Wahrscheinlich dürfen wir dort überholen oder auch nicht. Ich überlege gerade, wie die Karte nochmal war. Ah, genau, das war sie. Wo sind wir? Spieler zentrieren. Da sind wir. Und wahrscheinlich ist vor uns irgendwo der Zug, wenn ich den jetzt gerade finde. Da genau, da fährt die Regionalbahn nach Starnberg. Zurück. Ah, wir haben schon wieder grün. Das ist natürlich eben der Nachteil, wenn man eine eingleisige Strecke hat und vor einem fährt der Zug oder der vorausfahrende Zug, den kann man irgendwo überholen. Oder ist eben gerade die Möglichkeit nicht. Dann tuckelt man den eben etwas hinterher. Jetzt fahren wir ja wieder die ganze Zeit 60, das ist natürlich nicht so toll. Aber so eine Strecke finde ich eigentlich interessanter als die mit, sag ich jetzt mal, wo ich 200er durchbretter. Auch in den Addon hatte ich ja mal angefangen, ein Szenario zu machen. Das sollte dann von München bis nach Garmisch-Partenkirchen gehen. Das war dann mit der BR243. Ja, aber die hat natürlich wieder irgendwie einen Knack wegbekommen seit dem Update. Dann konnte ich das Ganze wieder im Prinzip von neuem anfangen oder müsste wieder von neuem anfangen. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal sein gelassen. Dieses ganze Szenario nochmal zu bauen, also was heißt so bauen, zu erstellen, Strecke und Gleise liegen ja schon. Man muss dann eben bloß die dementsprechenden Fahrzeuge wieder einfügen. Und das war schon damals ein kleiner Krampf, da zwei, drei Loks oder zwei, drei Züge auf der Strecke raufzukriegen, die dann auch so fahren sollten, wie man das wollte. Das war dann eben nicht mehr so einfach. Und jetzt bei 15, gut, das ist zwar einfach, dieses Erstellen, aber. Aber, naja. Da muss man das testen, da muss man das wieder hin und so machen, und dann wieder ein bisschen so, und dann wieder ein bisschen so. Das ist dann ein bisschen aufwendig.
So, wir erreichen jetzt wieder die 60er Geschwindigkeit. Bremsen wir auch schön selber runter. Also mit AFW möchte ich nicht gerade bremsen, weil die bremst so unmöglich, dass die Passagiere dann an den Fenstern kleben oder an den Türen. Weil die Anzeige haben wir doch eigentlich drin, wenn ich jetzt auf F4 drücke. Genau, da sehen wir dann den grünen, den weißen Punkt und das rote. Und wenn man dann das mit AFB bremst, kleben die da wunderschön da drin. Ich glaube, es war jetzt auch grün, hoffe ich mal. Zu viel Gas, was er nicht soll. Jetzt habe ich doch die AFB eben drunter gestellt, weil sonst fährt er mir wirklich zu schnell. Grün haben wir, das ist schon mal gut. So, 110 dürfen wir auch mittlerweile wieder fahren, das ist schon mal gut. Einmal ein bisschen. Bei 70 mache ich dann Regler auf 100%. Also die Geschwindigkeit, Schubgeschwindigkeit, wie nennt man das? Fällt mir jetzt wieder nicht das Wort ein. Mein Gott. Power Level. Okay. Was natürlich noch schön schnell geht, dass man hier entgleisen kann, also wenn man hier wirklich nicht richtig nach den Geschwindigkeitsvorgaben fährt und so sag mal 30 km drüber ist, dann passiert das schnell, dass man aus den Gleisen fliegt und dann eben entgleist. Das ist dann natürlich ein bisschen doof. Ja, sehen wir auch bei der AFB, ne, wenn man die einschalten. Wir haben jetzt 110 eingestellt und auf 100% und der hält sich dann so mal zwischen 106 und 107 km/h. Also der fährt nie die volle, genau eingelegte Geschwindigkeit. Weiß ich auch nicht warum. Möchte er anscheinend nicht. Aber das ist ja nicht das Problem. So, jetzt kommt 80. Grün haben wir auch. Jetzt bremsen wir mit der AFB runter auf 80. Da geht das relativ sehr gut sogar. Sehen wir ja. Weil es für mich in dem Sinne, wenn er jetzt mit der AFB bremst oder runter bremst, relativ sehr stark, finde ich. Ich guck bloß mal nach vorne wegen den Signalen, also nicht wundern. Pünktlichkeitsmeldung, irre.
So, und Monau ist in 6 Kilometern. Da lohnt sich eigentlich schon fast gar nicht, auf 120 km/h zu beschleunigen. Weil wir dann gleich wieder 80 haben. Also toll eigentlich an dem Zug finde, dass er so richtig schön leise ist. Nicht so extrem rattert. Und ich in der Aufnahme nicht so reinschreien muss. Nicht 130, 120 so. Wenn jetzt kein 120 voll machen, würde ich sagen, bringt nicht gerade so viel. So, Signale sind überall auf grün, das ist schön. So, jetzt muss er auf 80 runterbremsen, 80 Metern. Ja gut, das würde er schaffen. Das hört sich da meistens immer doch so viel an, wenn man so 110 fährt und auf 80 runter. Kriegt er das hin oder nicht? Wenn es dann eben blöd kommt, schafft er das nicht. Ja, ein bisschen höher. Jetzt gucken wir mal so weit nach unten. Es kommt eine kleine leichte Steigung. Was ich dann wiederum bei AFB gar nicht mal so schlecht finde. Er dann die Geschwindigkeit dann eben selbst hält nach oben hinzu. Ohne dass man eben selber immer korrigieren muss, Gas geben und so weiter. Habe ich noch hier im Mediamarkt bei uns mal in der Nähe noch etliche andere irgendwelche Simulatoren gefunden für Züge oder Wirtschaftssimulationen, also die es von UIG geben soll. Im Internet selbst auf der Seite finde ich die gar nicht, aber dort lagen die dann aus und die haben dann so an die ca. 8 Euro gekostet. Weiß nicht, was das wieder für ein Humpen, für ein Mist war. Was man da wieder hergestellt hat und das wieder rausgebracht hat. Weiß nicht, für 8 Euro, ob sich da ein Spiel lohnt. Was dann, gebe ich dann in diesem Jahr rausgekommen soll. Ich weiß auch nicht mal, wie der hieß. Ich habe die bloß gesehen, das waren irgendwelche Zugwirtschaftssimulationen. Relativ irgendwie eigenartig. Und dann bloß immer mit so einem Facebook-Daumen mit Like nach oben versehen. So groß drauf. So ein Button. Weiß ich nicht, was das wieder darstellen soll für ein Spiel, auf das jetzt wieder so ein Wochenspiel, was man mal kurz rausgeballert hat. Und dann sagt hier Spiel 60 kommt jetzt. Oder irgendwie auch nicht. War da gerade gelb, habe ich doch gerade so richtig gesehen. So, wir haben jetzt im Murnau erreicht. Ausstieg befindet sich, wenn ich mich jetzt nicht irre, rechts. Oder doch? Ja, rechts. Schön hell beleuchtet eigentlich. Gar nicht mal so schlecht.
Wir fahren erstmal schön mit Fern, nicht im Bahnhof ein. Naja, okay. Muss ja keiner wissen. Sollten wir eigentlich ankommen, wenn ich mich irre? Nein, 6 Uhr. Glatt und 30 Sekunden. Wir haben dann eben eine Minute länger gebraucht. Was hoffentlich nicht schlimm ist. Geht er dann auch zügig weiter? So, dann ist dann die nächste Station Weilheim, Oberbayern, Gleis 1 in 21 Kilometern. Da sollen wir dann geschätzt in, naja, sagen wir mal 13 Minuten ankommen. Wenn alles klappt. Wobei wir ja immer noch den Zug vor uns haben. Nur da ist der jetzt hier. Der ist nämlich nicht hier drin, also ist der andere Zug nämlich vor uns. Hier so eine kleine Scheune. Kann man auch reingucken. Da ist bloß nichts drin. So, wir dürfen wieder auf 110 beschleunigen. Auf jeden Fall bin ich echt auf die Route gespannt, auf den auf Rhein-Koblenz oder Köln-Koblenz, wie die heißt. Die führt ja am Rhein entlang, soweit ich das an den Bildern gesehen habe. Kann man da gar nicht mal so schlecht zugucken beim Fahren. Also, eigentlich ein wunderschöner Ausblick beim Fahren dann. Frage ist dann bloß wieder, wie ist die Performance? Bricht die auch so wieder ein, so abartig? Wo ich ja mal sage, hier Hannover und Hamburg, die Strecke ist ja Performance auch nicht gerade so top ausgebildet. Die hat da auch ihre ein, zwei Ruckler dabei. Und da sind dann wirklich schon ein bisschen extreme. Und frag mich immer, mit welchen System dieses getestet wird, um da hinzuschreiben, dass es mit denen dann perfekt angeblich, also entweder unbezahlbar oder ist das mal so eine Schätzungsweise von dem System, wo das hergestellt wurde. Wo man dann eben selbst dann spielen sollte. Weil ich glaube, es wird nie einen perfekten PC geben. Dafür leben wir ja am Fortschritt. Also heißt ja, sprich, wenn ich morgen was kaufe, ist übermorgen schon wieder was Neueres draußen. Wo ich eigentlich immer am Nachrüsten wäre, am PC. Zumindest. Hier wird gerade gebuddelt. Die haben sich gerade so wunderschön an der Strecke hingestellt zu dritt. Sehr schön. Irgendwo soll jetzt hier ein Signal kommen, das immer noch hoffentlich auf grün ist. Weil auf 110 auf 0 runter zu bremsen in 1 Kilometer ist ein bisschen schwer. Ja, ansonsten sage ich mal, ist ja die Hamburg-Hannover-Route relativ sehr okay. Die ist jetzt nicht gerade performance-unlastig, sage ich mal. Die hat schon ihre ein, zwei Haken dabei. Ruckler, nicht Haken.
So, wieder auf 140 beschleunigen. Wunderschön. Kann man ein bisschen schneller fahren. Aus dem Potten kommt früher morgen. Wobei wir eh nur 137 fahren werden. Ja, 36, 37 mal so um der Dreh herum. Weil er selber sich dann immer runtersetzt. Oder eben jetzt in dem Moment gar kein Gas gibt. Und da unten kommt schon wieder 100. Also war wieder so ein kurzes Vergnügen hier. Auch hatte ich ja gesagt in dem Wochenrückblick, dass ich Train Simulator spätestens Sonntag rausbringen wollte. Ist mir natürlich nicht geglückt, weil ich eben auch noch was anderes zu tun habe. Deswegen kommt das jetzt ein bisschen später. Ist zwar nicht allzu schlimm, aber ja, ist ein bisschen blöd, wenn man was sagt und dann hält man sich nicht dran. Bitte ich zu entschuldigen, ne? Also nicht, dass ihr jetzt mir deswegen sauer seid. Oh komm, brems. Brems, 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 brems. Ja, das ist AFB-Bremsen. Bei Berg runter ist natürlich toll. Geht wieder ein bisschen gerade so. Ja, wie gesagt, ich wollte das Video eigentlich am Sonntag schon online stellen, ist jetzt aber nichts geworden. Wird jetzt ein paar Tage später kommen. Dafür haben wir mal einen Train Fever aufgenommen, ein, zwei Folgen. Wo wir ja schon bei der 31. Folge sind. Erstaune ich immer noch, dass ich das so lange durchhalte. Ja, das wird ja noch schwieriger. Also es ist ja nicht, dass es leichter wird bei Train Fever, wo viele immer denken, ach, das soll bloß bauen und das soll hinbauen und draufklatschen und fertig. Nee, nee, das wird dann schon noch anspruchsvoller. Sobald das dann mit der kompletten Elektrifizierung fertig ist, wird das dann eben auch entsprechend anspruchsvoller, da die Züge ja auch andere Betriebskosten haben wie so eine Dampflok. So, jetzt auch mal wieder auf 140 gleich beschleunigen. Weil er mit den letzten Wagen da durch ist. Und da ist gelb. Muss ich selber bremsen? Will ich auch selber bremsen? Weil ich nicht das Signal sehe, doch rot. Und ich nicht mit der AFB bremsen wollte. Gut, das hat sich schon erledigt. Schon wieder auf grün geschalten. Schön wäre es natürlich, wenn der Zug mal auf der anderen Seite fährt und man hier vorbeikommt und nicht immer hinter denen hinterherfahren muss. Sonst kleben wir den wirklich noch im Arsch. So, in 2,7 haben wir natürlich wieder, oder knapp 2 Kilometer haben wir wieder ein Signal. Davor noch 1 Kilometer, das Vorsignal.
Werden wir bestimmt vielleicht wieder rot haben. Oder gelb. Müssen wir sehen. Oha, jetzt geht's aber echt hier hin und her. Jetzt die Beförderungsqualität ein bisschen eingeschränkt gewesen, weil das so hin und her ging und damit 140, aber was soll ich tun? Ich halte mich ja eigentlich auch bloß an den Vorgaben, die der Zug hier mir oder die Strecke mir hergibt. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn er dann sagt, ja, Beförderungsqualität verletzt. War jetzt ein bisschen anders. Ist das jetzt gelb? Oh, ist wieder gelb. Es war gelb, okay. Der könnte doch hier auf der rechten Seite sein. Da könnte man den schön überholen. Naja, gut. Der wird jetzt genauso vor uns ankommen wie wir. In Mono. Mono sei schon Weilheim. Sehe da einen grünen Punkt, ja. Also man sieht wirklich echt gar nichts hier in den Abend. Das ist richtig dunkel. Und seit 2015 gibt es ja diese 5 Stufen für die Helligkeit und gab es ja bloß immer das Licht für die jeweilige Fahrtrichtung und ein Stück heller, glaube ich. Ne, es gab nochmal die Richtung, so war das gewesen. Und seit 2015 konnte man jetzt eigentlich endlich mal auch ein Fernlicht einschalten, sagen wir es mal so. Was ja bei den Zügen eigentlich auch gibt, ne? Fernlicht. Ich meine, die werden ja abends nicht nur mit ihren billigen Funzel da rumfahren. Nee. Vorsignal ist gelb, also rot. Wir sind jetzt sehr angekommen, das ist schon mal sehr gut. So, da sind wir. Fast angekommen. Weilheim, Oberbayern, Gleis 1, Fahrtrichtung rechts. Befindet sich der Ausstieg. Ganz links, auf der linken Seite, befindet sich der vorausfahrende Zug eigentlich. Nee, ist er nicht. Der ist schon durch, der fährt ja nach Starnberg, was da drauf stand. Hier wird uns dann ein Kollege ablösen. Zumindest wurde das so gesagt. Um 6.16 Uhr sollten wir ankommen, 6.14 Uhr sind wir, das ist natürlich toll. Mal schön langsam gemütlich runterbremsen. Nur noch die Türen öffnen und dann sind wir da. So, angekommen in Weilheim. Pünktlich wie die Bahn. Was auch mal was Neues ist. Dieses hier meinte ich, genau, das war die Richtung, was man da bei der 14er Version noch hatte. Da konnte man bloß vorwärts, rückwärts einstellen und nochmal Ende. Jetzt hat man eben noch die Möglichkeit heller, noch ein Stück heller und dann dieses ganze Fernlicht. So. Kann der Kollege selber
einstellen, wie er fahren will. Damit haben wir dann unsere Aufgabe dann hier erledigt, denke ich mal. Überall sind wir angekommen pünktlich, das ist gut, zumindest fast. Jo, dann war's das, denke ich mal. Gute Arbeit, die Skigäste sind gut angekommen und freuen sich auf einen schönen und erlebnisreichen Tag. Genau, und hiermit werde ich mich auch verabschieden. Sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert mich und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Train Simulator 2015. Ich sage Tschüss und bye bye.